Ja, moinsen, da bin ich auch schon wieder. Ja, diesmal wird das ein kleines Update-Video zu dem Video, was ich ja schon mal gemacht habe über alte Karten und urzeitliche Flüsse in Afrika. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal an und bis gleich. Ja, also wie gesagt, soll ein Update-Video werden zu diesem, was ich schon gemacht habe, über die urzeitlichen Flüsse in Afrika oder diesen vermeintlichen Vergleich. Also ich habe da eben ein wenig weitergesucht und muss einiges eventuell etwas korrigieren, beziehungsweise, ja, eigentlich weiß ich das gar nicht so richtig. Also vorweg, ich halte es meistens so, dass ich, wenn ich mit einem Thema eben nicht weiterkomme, ich dieses erst einmal beiseite lege, quasi um wieder einen klaren Kopf zu bekommen und so weiter. Und dasselbe habe ich dann halt eben hier gemacht. Und worum geht es? Nur mal ganz kurz zusammengefasst. In einem ersten Video zu diesem speziellen Thema erwähne ich eben, dass es auf den alten oder dass es auf alten Karten von zum Beispiel Angelino Dulschert von 1325 bzw. 1339, als auch zum Beispiel auf der Karte des Ibn Ben Sada von 1497, also über 100 Jahre später, eine auffällige Struktur quer durch den Norden Afrikas gibt oder da halt eben zu sehen ist. Und ich erwähne die Existenz einer Legende, die von einem riesigen Fluss mit sehr viel oder sogar aus Gold bestehend berichtet, der durch Afrika nach Westen in den Atlantik floss oder umgekehrt, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht genau. Neueste Untersuchungen wiesen nun darauf hin, dass es tatsächlich einst scheinbar einen gigantischen Fluss durch den Norden Afrikas gegeben hat, also der da durchfloss, der am Ende der Eiszeit letztendlich dann allerdings verschwunden sein soll. Kam dann ein Artikel halt in der Nature und sowas. Interessant dabei, auch der Tschadsee in Afrika war zu der Zeit noch um ein Zigfaches größer, als er heute ist, also und auch als er in der Vergangenheit quasi war. Der war mal gigantisch groß. Und es besteht eben durchaus die Möglichkeit, dass sich der Fluss und der See einst getroffen haben, was wiederum ein bisschen für diese Legende sprechen würde. Aber nun gut. Das Ganze würde aber auch eben bedeuten, dass es in den Karten Informationen gibt oder dass dort Informationen enthalten sind, die vom Ende der Eiszeit stammen, beziehungsweise eben sehr alt sind oder sehr alt sein könnten. Jedenfalls, wenn man annimmt, dass der neuerliche, entdeckte, urzeitliche, riesige Fluss genau dieser Legendenfluss quasi gewesen sein könnte. Das wäre wirklich eine Sensation, wie ich finde, weil es beweisen würde oder ein Indiz dafür wäre, dass es mindestens mündliche Überlieferungen aus dieser Zeit gab. Ja, also nun zum eigentlichen Update diesbezüglich. Ich habe natürlich eben weitergesucht und bin dann recht schnell über den katalanischen Weltatlas von 1375 gestolpert. Dort kann man ebenfalls diese Struktur erkennen. Es gibt jedoch einen ganz deutlichen Unterschied, wie ich finde. Hier bei dem katalanischen Weltatlas ist es völlig ohne Zweifel eine Bergkette und kein Fluss. Also ich habe ja eben im ersten vermutet, dass es sich dabei eventuell um einen Fluss handeln könnte. Nun wusste ich natürlich nicht, was dieser Dulschert oder eben dieser Ibn Ben Sada mit ihren Strichen darstellen wollten oder mit ihrer Struktur darstellen wollten. Bei meiner Suche bin ich dann auf das Buch mit dem Titel Ships on Maps, Pictures of Power on Renaissance Europe aufmerksam geworden. Dort kann man auf Seite 48 Folgendes lesen. Ich übersetze das jetzt einfach mal so. Also Nordafrika bekam einen gewaltigen Fluss, vermutlich der lange gesuchte Goldfluss. Also in diesem Buch soll es eben laut der Interpretation eben genau dieser Legendenfluss sein. Also das, was ich eben auch vermutet habe in dieser Zeitschrift. Leider finde ich keine Übersetzungen der Legenden auf der Karte von Dulschert, also der Inschriften. Jedenfalls nicht so direkt. Allerdings habe ich dann auch im Laufe des Jahres eventuell Glück, dass scheinbar gerade ein Projekt läuft, diese Karten zu digitalisieren und auch deren Inschriften zu übersetzen. Dasselbe Projekt hat dieses bereits quasi für den katalanischen Weltatlas getan, was ich persönlich ziemlich geil finde. Das ist ein cooler Zufall, jedenfalls für mich. Also dachte ich, ich werde mich mal der Karte von diesem Ben Sada zu. Und auf dieser Karte bin ich ja über die Seite oder auf diese Karte bin ich ja über die Seite des Professor Mesenburg gestoßen. Also da habe ich sie ja dann zum ersten Mal quasi gesehen. Naheliegend war also für mich, diesen Herrn einfach einmal per E-Mail dann anzuschreiben und diese Fragen zu stellen. Also diesbezüglich dieser Karte, also zu Dulschert als eben auch zu ihm Ben Sahar und diesem Strich. Er hat mir auch recht schnell geantwortet, was ich persönlich ganz cool fand und erstaunlich fand, denn er ist bestimmt ein beschäftigter Mann, würde ich mal sagen. Und ja.
fand ich halt sehr cool. Also für ihn steht quasi fest, dass es sich bei dem Gebilde von Dulshad und auch Ben Sada ebenfalls um eine Bergkette handeln bzw. handeln muss. Und es kann durchaus stimmen, also mal abgesehen vom katalanischen Weltatlas, wo dieser Strich ebenfalls eine Bergkette darstellt bzw. einen Gebirgszug. Denn auf der Karte von Dulshad findet man noch andere wirklich ähnliche Striche und Darstellungen. Also mal abgesehen eben von der Größe. Also zum Beispiel die Pyrenäen sind abgebildet, also das Gebirge, das Frankreich und Spanien trennt. Obwohl wiederum scheinbar die Alpen fehlen, ne? Es sei denn, dieser komische Kringel da oben, das sollen die Alpen darstellen, was auch durchaus sein kann. Also wie gesagt, die einen Gebirge sind da, andere fehlen so ein bisschen die Darstellung. Und da ist halt eben ein Gebirge, das es in dieser Form überhaupt nicht gibt, das Ding halt eben in Nordafrika. Aber nichtsdestotrotz sind die anderen deutlichen Berge oder die wahrscheinlichen Berge eben auch sehr ähnlich gestaltet. Und das könnte eben durchaus bedeuten, dass die Struktur in Nordafrika tatsächlich ein Gebirge sein soll. Obwohl es dafür eben auch andere Interpretationen gibt, wie zum Beispiel in dem Buch Ships on Maps. Also es ist überhaupt nicht in Stein gemeißelt, wobei ich die Interpretation von diesem oder von dem Professor Mesenburg durchaus nachvollziehen kann und gar nicht verkehrt finde. Beim katalanischen Weltatlas gibt es ja keine Zweifel, dass es einen Gebirgszug darstellt. Das ist eben ganz klar auch durch die Inschriften dort belegt. Aber das ist halt auch so ein Thema. Einen solchen Gebirgszug, eine solche Struktur gibt es in Afrika in der Form nicht. Oder mal anders. Wir gucken uns doch mal bei Google Earth so eine Karte einmal an. Also, das habe ich halt hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier quasi nur die Karte von den Dulshad, wie auch schon im anderen Video, halt über Google Earth gelegt. Und da kann man dann halt ein bisschen mit spielen sozusagen. Es ist jetzt alles nicht hundertprozentig. Ich sehe jetzt auch gerade hier, dass das hier alles auch schon wieder ein bisschen verrutscht ist. Warum auch immer. Es ist, aber es reicht. Es reicht. Es ist nicht perfekt, wie ihr seht hier schon an den ganzen Grenzen. Aber die Karte ist halt auch nicht so exakt wie das Ding heute. Aber da hätte ich durchaus noch hier ein bisschen weiter ziehen können. Können wir vielleicht nochmal machen. So, keine Ahnung, passt ein bisschen besser. So, also wie auch immer, es sollte halt auch einfach nur mal grob sein, um zu gucken halt nochmal, wo das Ding, wo dieser Strich, um dieses Jahr hier geht, denn ankommt. Weil er ist ja schon sehr deutlich, ich ziehe das mal hier ein bisschen ganz raus, denn er ist ja schon sehr deutlich, quasi quer durch Afrika verläuft das Ding ja. Das sieht man ja dann schon. Und die Mündung von diesem Ding, also, oder wir machen es einfach mal anders. Also wie man sieht, lege, also diese Mündung von diesem Ding zwischen den beiden Erhöhungen des Atlasgebirges. Ne? Also man sieht das ja hier, hier ist das Atlasgebirge, das geht halt hier so rüber, das ist halt hier das Atlasgebirge. Und genauer würde die Mündung halt zwischen dem hohen Atlas liegen und dem Anti-Atlas. Der hohe Atlas ist das Ding hier und dieses Ding, was hier unten halt so eine Bergkette, die hier runter geht, nennt man halt eben Anti-Atlas. Und natürlich sehe auch ich die generelle Übereinstimmung, also mit dem Verlauf dieses Striches und dem Gebirge. Also wenn ich das hier nochmal rüberblende, was wäre halt wirklich da so ziemlich zwischen. Ne? So verkehrt sieht das gar nicht aus, finde ich, für einen eventuellen Flussverlauf, wie auch immer. Aber nur gut. Also es könnte auch gut eben das Atlasgebirge darstellen, wobei es das eben so, gar nicht richtig gibt. Interessant ist, dieser kleine, na komm mal her, dieser Durchgang hier quasi, den man hier unten hat, diesen hier, der ist halt wie so ein kleiner Durchgang quasi. Und auch hier sind immer noch nach wie vor so Wanderwege und Straßen und sowas sind halt genau dort. Also kann man vielleicht, passt vielleicht per Zufall, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Wo war ich, wo wollte ich da hin? Ja, also, und dieser Durchgang übrigens, heißt übrigens in diesem katalanischen Weltatlas das Tal von Dacha oder, Dacha oder Dara, wobei das dann eben alles nicht so richtig, nicht so richtig zuzuordnen ist. Dennoch könnte es sogar fast einen Fluss beherbergt haben, also zwischen diesen beiden, hohen Atlas und dem Anti-Atlas meiner Meinung nach. Also das könnte ich mir eben wirklich ganz gut vorstellen, dass da mal irgendwie eventuell ein Fluss halt durchgelaufen ist, zumal es da eben diesen Agadir Canyon gibt. Komme ich aber gleich nochmal eben zu. Und auch wenn ich mir die Topografie anschaue, kann ich mir das an und für sich zumindest da in dem Mündungsbereich recht gut vorstellen. Also nun gibt es da aber
Und da bin ich mir halt eben echt noch nicht so sicher, noch etwas zu beachten. Das Atlasgebirge ist viel jünger als der Rest Afrikas. Und der absolut größte Teil hat sich offiziell erst vor 65 bis 1,8 Millionen Jahren gebildet. Also dieselbe Bewegung, die den Atlasgebirge formte, soll auch die Alpen und die Pyrenäen geformt haben. Warum ich so Formulierungen wie offiziell und soll geformt haben verwendete, erkläre ich wahrscheinlich auch noch, ne, je nachdem, wie lange und ausführlich das hier nun genau wird. Das werden wir dann ja aber noch sehen. Auf der Karte von zum Beispiel Dulschert ist dieser Strich blau. Auf dem katalanischen Weltatlas ist er braun. Auf dem von diesem Ibn Ben Sahara ist er grün. Und das können wir auch erstmal so im Hinterkopf behalten. Die neuesten Funde dieses urzeitlichen Flusses wurden durch die Entdeckung eines Unterwasser-Canyons gemacht. Erzähle ich ja auch in meinem ersten Video dazu. Und dieser Canyon heißt Timiris Canyon. Den können wir uns ja auch nochmal eben ganz kurz bei Google Maps hier, Google Earth angucken. Der Timiris Canyon ist hier unten. Ich weiß gar nicht, ob man den hier sieht, ehrlich gesagt, so, weil der ja noch recht neu ist. Naja, gar nicht so richtig. Also man hat halt hier einen Canyon gefunden, der ist halt hier unten irgendwo. Und das ist halt der Timiris Canyon, so, ne? Und den hat man da halt gefunden. Und wie ich in diesem ersten Video ebenfalls erwähne, gibt es vor der Küste des Atlasgebirges, wie ich ja gerade auch schon mal gesagt habe, ebenfalls einen Canyon. Das ist, toll, jetzt sieht man das hier auch nicht so schön, ich mache den mal ein bisschen dunkel, zack, das ist dieses Ding hier, das ist der sogenannte Agadir Canyon. Und dieser Canyon wiederum, also der erste Canyon, der Timiris Canyon, soll durch einen Fluss entstanden sein, durch einen urzeitlichen Fluss. Und dieser Canyon hier, dieser lange Canyon hier, durch Schlammrutschungen quasi, Unterwasser-Schlammrutschungen. Und sogar die Sedimentproben, ja, ist halt die Frage, was die genau bedeuten, aber da komme ich gleich halt nochmal zu, beziehungsweise ich kann es ja mal eben ganz kurz erwähnen. Also ich habe zu diesen Sedimentproben, dazu habe ich den Professor Dr. Sebastian Krastel von der Universität in Kiel angeschrieben. Der ist Professor für marine Geophysik und Hydroakustik, und er war eben im Jahr 2013 an diesem Agadir Canyon und hat diesen untersucht. Und mich interessiert eben, ob der Agadir Canyon auf jeden Fall durch unterseeische Hangrutschungen und so weiter entstanden ist, oder ob es auch einen hypothetischen oder einen hypothetischen Fluss gegeben haben könnte oder sowas. Natürlich mit Verweis auf den Timiris Canyon und mit der Frage nach dem genauen Unterschied der beiden Sedimentproben. Wohlgemerkt steht eine Antwort noch aus. Also mich hat dann einfach interessiert, ob er mir erklären kann, warum der Timiris Canyon warum genau der Timiris Canyon durch einen Fluss entstanden sein könnte und der Agadir Canyon auf jeden Fall durch Schlammrutschungen. Weil es halt auch hier sehr interessant ist, habe ich das Ding dann auch hier drin. Ich kann aber eben Lucky machen. Haben wir hier, glaube ich, zack, ja. Das ist jetzt auch nur rüber geblendet kurz. Also hier ist dieser Agadir Canyon, der hier halt runterläuft, so, ne, dieses Wasser runter. Und dann ist hier, sieht man jetzt nicht so schön, da war hier, was steht? Autonome Region Meida, was kann man denn hier mal? Fotos ist das? Ja, Fotos, nein. Ozeane, Grenzenbeschriftung, weg damit. Also hier AB, das ist das Agadir Bassin. Hier ist halt quasi so ein Becken. Und hiervon läuft wieder etwas weg. Also, es ist schon wirklich sehr weit hierfür. Also ich weiß halt nicht, ob ich das alles so stehen lassen kann. Auf jeden Fall würde mich das halt interessieren, die Meinung des Experten quasi einmal zu interessieren. Und von da habe ich ihn mal angeschrieben, um mal gucken, ob er mir antwortet oder ob er das nicht tut. Mal schauen, werden wir sehen. Interessant ist eben dabei, dass es hier halt heute noch einen Fluss gibt, der hier durchläuft. Und das ist einer der längsten und wasserreichsten Flüsse Marokkos. Also der läuft dann nach wie vor eben noch längs. Und diesen Fluss, aber dieser Fluss kann eben für diesen Zustand des Canyons nicht verantwortlich sein, also für die Größe des Canyons. Ich kann das ja auch noch mal ganz kurz auf der Karte von dieser ozeanischen Karte zeigen. Also, wo haben wir das denn? Zack, falscher Kontinent hier. So, da sieht man den Agadir Canyon schon. Das ist der Agadir Canyon. Und hier kommt halt der Fluss raus, ne? Das ist halt einer der größten und wasserreichsten Flüsse Marokkos. Dieser Quetsch irgendwas da. Und die Mündung davon sieht man hier vielleicht, ist halt recht klein. Das ist halt quasi die Mündung des Flusses sozusagen. Und dieser kleine Fluss kann einfach schlicht und ergreifend nicht für diesen Canyon hier, diesen Agadir Canyon hier verantwortlich sein. Und ja,
Das Ganze läuft dann eben hier rein, dann sieht man ja hier dieses Bassin und von hier aus gibt es halt noch eben weitere Striche sozusagen, die weiterhin zu diesem Ding halt hier hinlaufen. Und ja, finde ich halt alles schon ein bisschen komisch. Also eben nicht nur der Abstand von Mündung zum Fluss oder irgendwie so, und auch, sondern eben auch diese Größenverhältnisse schließen jedenfalls für mich jetzt so auf den Blick einen Zusammenhang aus. Also es ist klar, dass auch durch diesen Canyon Sedimente von diesem Fluss fließen. Also das ist klar, dass die da reingespült werden dürften, also jedenfalls für mich, ne? Aber um diesen Canyon alleine zu formen oder sowas, ist dieser Fluss auf jeden Fall nicht groß genug und das reicht definitiv nicht. Ja, finde ich dazu halt auch recht interessant. Es ist eben auch noch die Frage im Raum, jedenfalls meiner Meinung nach, ob diese Legende über einen Fluss aus Gold oder eben viel Gold enthaltenen Fluss auf jeden Fall und ohne Zweifel einen Fluss aus Wasser meint oder eben aus Gold oder ob damit eventuell auch so etwas wie eine Goldader gemeint sein könnte. Nach wie vor könnte es natürlich auch die Darstellung einer Bergkette sein, was ja schon mit dem Atlasgebirge passen würde. Auch wenn es keine topografische Struktur gibt, die dieser Darstellung auf der Karte gerecht werden würde. Also das sieht man auch nochmal, wenn man das quasi überblendet über eine topografische Karte von Afrika. Auf der Karte von Angelino Dulcher taucht unterhalb dieses Flusses oder dieser Bergkette ein gewisser Rex Melli auf, also König Melli. Das ist der Herrscher von Mali, dessen sagenumwogener Reichtum auf historischen Tatsachen beruht. Das Mali-Reich wiederum würde besser zu diesem entdeckten urzeitlichen Fluss und den Termiris Canyon passen. Also wenn man annimmt, dass dieser Fluss den Ursprung der Legenden bilden könnte. Dieser urzeitliche Fluss ist wohl auch der Grund, weshalb nun viele Menschen dort nach Gold suchen, um der Armut zu entfliehen und sowas. Also weil man eben dort diesen Fluss gefunden hat und nun das heißt, dass man natürlich dann auch mehr Gold findet an diesen alten Dingern. Also wenn der Goldreichtum Malis auf diesen oder einer solchen entdeckten Urzeit oder auf einen solchen entdeckten urzeitlichen Fluss zurückzuführen ist, dann könnte eben dieser Fluss gut zu den Legenden gepasst haben, wenn man das mal so sagen darf. Ja, oder kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu der Darstellung auf den alten Karten. Wir können das ja mal ganz kurz so blöd grob zusammenfassen. Auf den älteren Karten wird nicht zwangsläufig deutlich, um was es sich dabei handelt bzw. handeln soll. Also mal ist der Strich blau, mal grün und mal deutlich braun und als Bergkette dargestellt. In dem erwähnten Buch Ships on Maps von Richard W. Unger oder von Richard W. Unger, der nun auch nicht irgendeiner ist, handelt es sich bei dieser Darstellung dieses Striches auf der Karte von Dulcher um einen Fluss, genauer wahrscheinlich um eben diesen legendären Goldfluss. Laut Professor Mesenburg, dessen Meinung ich ebenfalls hoch einschätzen würde, handelt es sich dabei um eine Bergkette. Eine auch nur annähernd passende Struktur findet man aber nicht in Afrika, weder passend für eine solche Bergkette noch über einen möglichen Flussverlauf oder ähnliches. Wobei es für beides, zumindest zu Beginn des Verlaufes, schon Übereinstimmung geben könnte. Für die Bergkette könnte das Atlasgebirge in Frage kommen und für den Fluss eben diese Agadir Canyon. Interessant bei dieser Darstellung ist auch, dass die Inschriften Namen enthalten, die wir heute nicht mehr zuordnen können. Zum Beispiel, dass so alles nicht so richtig hin, beziehungsweise dass das alles eben nicht so richtig hinkommt. Keine Ahnung, wie zum Beispiel dieser Mount Taurus, der erwähnt wird in der Inschrift von dem katalanischen Weltatlas. Einen Berg, den wir eher aus der Bibel und so weiter kennen. Wie der da reinpasst, weiß ich halt eben auch nicht. Es wird gerne als Tibesti-Gebirge gedeutet, was ja auch prinzipiell stimmen kann. Dennoch passt das alles irgendwie nicht zusammen, auch geografisch nicht. Tibesti-Gebirge liegt halt ein bisschen weiter unten und so. Zudem sind da eben andere Namen, Karona Mountains werden diese Dinger genannt und so weiter. Also wenn jemand Lust hat, seinen Hirnschmalz damit mal drüber laufen zu lassen, wäre ich ihm echt schon dankbar. Taurus zum Beispiel kennen wir auch als Landschaft aus der antiken Sagenwelt. Das wiederum wird aber eben eher an der Krim lokalisiert als in Afrika. Taurien zum Beispiel ist die frühe Bezeichnung der Halbinsel Krim, wo sich das Volk der Taurer niedergelassen haben soll. Bei dem Tal von Dacha, was ich ja schon erwähnt habe kurz, wüsste ich nicht, um was es sich da genau handeln soll. Dieser Name bezieht sich wohl auf das sogenannte Land der Datteln, das einst südlich des Atlasgebirges lag. Und auch auf diesen Karten, die ich nach der Suche nach diesem Land der Datteln gefunden habe, findet man diese Bergkette. Auch wieder deutlich als solche zu erkennen. Sie verläuft wirklich quasi von der Küste bis nach Ägypten fast rein. Ja, und es gibt sogar Übereinstimmungen bei diesen Karten.
Dennoch gibt es eben diese Bergkette einfach nicht und auch keine Struktur, die da irgendwie großartig mit übereinstimmen würde. Nicht in diesen Zusammenhängen und Ausmaßen und in diesem Verlauf halt, schlicht und ergreifend. Und wieso, und meine Frage ist halt auch so ein bisschen, wieso haben sich so viele Kartografen über eine so lange Zeit geirrt? Also immerhin sind die Gebiete innerhalb der Karten meist recht gut und korrekt zugeordnet, also zum Beispiel das Mali-Reich und so weiter, wobei das eben oft Portolan-Karten sind und die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie das Landesinnere eben nicht so genau darstellen, wie andere Karten halt. Die beziehen sich halt eher dann wirklich auf den Küstenverlauf. Aber halt ist nichtsdestotrotz stimmen halt in den Karten die Gebietszuordnung und sowas alles schon grob überein. Auch die Städte, Positionen von größeren Städten und sowas stimmen ja alle. Aber wieso zeichnet man dann über so lange Zeit diesen Bergkamm? Ich nenne das jetzt einfach mal so, weil es wahrscheinlich eher der Bergkamm ist. Aber wieso zeichnet man da so einen Bergkamm ein? Und wieso bemerkt man das dann eben über so viele Jahre nicht? Also wir reden ja hier von mehr als weit über 100 Jahren, die das Ganze quasi Bestand hat. Und auf welche Quellen beriefen sich auch die Kartografen? Also ist das ja nur Ptolemäus, wie aus der einen Text schon hervorging? Ja, oder zeichnete der zweite Kartograf quasi einfach vom ersten ab? Da hat jetzt ja, irgendeiner hat das mal aus Fantasiegründen dahin geschrieben, hingemalt und der nächste hat das einfach von ihm abgemalt und so weiter und so fort und deshalb ist das über hunderte von Jahren drin geblieben oder wie? Oder hat es sich von der Darstellung eines Flusses, was es vielleicht am Anfang mal war, irgendwo grob ein Fluss dargestellt und das hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit zu einer Bergkette geändert? Oder waren Quellen widersprüchlich? Also ich wüsste es halt nicht, wie das so zustande gekommen ist, dass man das da so reingemalt hat. Das macht für mich ehrlich gesagt wenig Sinn, muss ich sagen. Um mal langsam ein vorläufiges Ende zu finden, fasse ich das nochmal ein bisschen kurz zusammen einfach. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sich bei der Darstellung um eine Bergkette handeln soll, was ich auch recht wahrscheinlich finde, und eben nicht um einen Fluss. Obwohl es da auch eben andere Deutungen und von fachkundigen Personen gibt. Und eben den Agadir Canyon. Den darf man meiner Meinung nach eben auch nicht vergessen. Auf einigen Karten trägt diese Bergkette den Namen Carena oder auch Carenal. Und sie wurde bewusst bis nach Ägypten gezogen. Also das ist wirklich nicht aus Versehen passiert, dass hier so gezeichnet worden ist, das Ding. Und sie ist eben nicht das Atlasgebirge, wie mehrere Leute schon ganz klar gedeutet haben, dass das Ding nicht das Atlasgebirge darstellen soll, sondern etwas Eigenes, das man offenbar schon vor über 1000 Jahren oder vor 1000 Jahre früher vor dem Erstellen dieser Karten kannte, also zu der Zeit von Ptolemäus. Und das ist halt einfach irgendwie schon, finde ich, recht interessant. Bei diesem entdeckten möglichen urzeitlichen Flusssystem, das weiter südlich liegt und auf dessen Existenz der Timiris Canyon hinweist, könnte es sich um den legendären Fluss aus Gold handeln, meiner Meinung nach. Oder eben einen Fluss, der viel Gold enthielt. Was auch irgendwie wahrscheinlicher ist, als ein Fluss aus purem Gold zu vermuten, wie ne, die Legende dann ja auch also quasi zulassen würde, diese Interpretation. Diese entdeckte urzeitliche Flüsse müsste eben auch durch Mali geflossen sein und könnte der Ursprung des sogenannten Goldgürtels in Westafrika sein. Also, dass das dort eben so viel Gold gibt, kann ja tatsächlich der Ursprung dieses Flusses sein. Interessant finde ich nach wie vor die Frage nach dem Agadir Canyon und seiner möglichen Entstehung, also ob es definitiv nicht durch einen größeren, ebenfalls urzeitlichen Fluss entstanden sein könnte oder eben doch. Also die Frage finde ich halt recht interessant. Ebenfalls interessant ist die Tatsache, dass das Atlasgebirge eine geografische Besonderheit darstellt und viel jünger ist als der Rest der afrikanischen Platte. Das bedeutet wieder mehr Beschäftigung mit Geologie und Geophysik übrigens und deren Theorien diesbezüglich. Also ne, werde ich da mich auch noch ein bisschen weiter reinfuchsen müssen. Es würde nämlich um die Frage gehen, wie alt das alles nun tatsächlich ist. Also ich persönlich neige nach wie vor dazu zu behaupten, dass es auch deutlich jünger sein könnte als das, was wir heute so annehmen. Also die verschiedensten Gesteinsschichten und so weiter und so fort. Auch das teilweise komplette Fehlen von Erosion und so weiter ist da ja so ein Punkt, der eigentlich mal angesprochen werden könnte und von einigen ja auch angesprochen wird. Leider sind die viele davon bekennende Kreationisten. Nicht alle, also absolut nicht alle, aber einige sind dann die lautesten, sag ich mal, sind bekennende Kreationisten. Die generelle Dicke von Sedimentschichten am Meeresboden und so weiter und so fort ist auch so ein Thema. Ja, da gibt es eben noch sehr viel mehr.
Wer Lust hat, über all das mal etwas zu diskutieren oder sowas, den lade ich herzlichst in das Mythenmetzger-Forum ein. Link ist auch in der Beschreibung. Den Mythenmetzger kennen wahrscheinlich auch einige, bestimmt sogar mehr als mich. Der hat ja auch einen Kanal bei YouTube. Und dort habe ich eben schon ein paar Gedanken mal zusammengetragen und eigentlich gehofft, dass es da ein kleines Gespräch gibt. Jetzt nicht mit Mythenmetzger, aber mit den Mitgliedern des Forums. Er hielt sich allerdings in Grenzen und hält sich noch in Grenzen. Mich würde eine sachliche Diskussion dazu aber wirklich freuen und da hätte ich schon wirklich Bock drauf. Also lasst knacken. Denn also jetzt mal abgefahren, ist es völlig abwegig, dass vor vielen tausend Jahren oder vor einigen zigtausend Jahren dort eben ein Fluss verlief, der durch das geologische Anheben des Atlasgebirges oder Teile des Gebirges letztlich wieder versiegte und verschwand. Und oder dass bei einer solchen tektonischen Bewegung eine Bergkette, die dort dann einst existierte, zumindest teilweise wieder verschwand. Also ich weiß halt alles nicht, wie ich das so deuten soll und sowas. Also irgendwie muss man das ja, oder finde ich, sollte man das unter einen Hut kriegen. Ich finde es halt schon interessant. Auch wie diese ganzen Namen und Begriffe einzuordnen sind. Tauris, Tibesti, Timiris, Tibet, Tigris und so weiter und so fort. Klingt irgendwie nach alles demselben Wortstamm und so weiter. Und ja, also wer Lust hat, immer ran mit den Informationen. Ich wäre dabei. Naja, also, wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ihr wisst Bescheid.